Ich eröffne die Sitzung der 16. Großen Strafkammer Schwurgericht. Sie sind die Schöffen, die Laienrichter und werden hier über den Angeklagten Lars Koch zu Gericht sitzen. Lars Koch wird angeklagt über der Ortschaft Oberrappersdorf am 26. Mai 2015 mit gemeingefährlichen Mitteln 164 Menschen getötet zu haben. Ein Terrorist entführte eine Passagiermaschine. Er wollte sie mitten in ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen lassen und so 70.000 Menschen töten. Der General hat sich nach ein paar Minuten zurückgemeldet. Er hat in der Zwischenzeit der Verteidigungsministerin den Vorschlag gemacht, die Lufthansa-Maschine abzuschießen. Die Verteidigungsministerin hat das aber abgelehnt. Sie haben gegen den ausdrücklichen Befehl Ihres Vorgesetzten gehandelt. Ja, das habe ich. Warum? Weil ich es für richtig gehalten habe. Ich habe es nicht fertiggebracht, 70.000 Menschen sterben zu lassen. Darf ich auch etwas fragen? Ja. Sind denn die Passagiere in das Cockpit gekommen? Sie hätten den Terroristen doch so stoppen können, oder nicht? Dann hätte die Maschine doch gar nicht abgeschossen werden brauchen, oder? Wenn Sie Lars Koch freisprechen, erklären Sie die Würde des Menschen, erklären Sie unsere Verfassung für wertlos. Wegen eines Prinzips sollen Sie Lars Koch lebenslänglich einsperren. Wegen eines Prinzips sollten 70.000 Menschen sterben. Und jetzt ist es alleine an Ihnen zu entscheiden.